Und damit willkommen zu einem neuen Video. Heute endlich wieder ein Video auf dem Galaxy Miner Server. Der Server hat wieder eröffnet. Oder es gab eine neue Eröffnung. Alles resettet und alle haufenweise Updates. Der Alex ist mit dabei. Ja. Jo, und wir zocken heute eine Runde zu Bild, worauf ich mega dolle Bock habe. Gerade weil dieser Spielmodus die meisten Updates bekommen hat. Und daher macht es umso mehr Sinn, hier zu zocken. Generell werdet ihr davon auch vermehrt Videos sehen als die anderen Spielmodi, weil ich einfach auf City Build mega dolle Bock habe. Ich hoffe mal, ihr seid mit dabei. Und du wolltest ja auch was sagen. Ich bin selber im Team und weiß nicht, was alles neu reingekommen ist. Ja, moin. Ja, moin. Wenn ihr auch Lust habt, hier auf dem Server zu zocken, in der Videobeschreibung ist die IP galaxy-miners.net. Wir haben City Build, Survival, was eine Art Free Build ist, Bed Wars, Sky Wars, MLG Rush, Sky PvP und Creative und Byte eventuell noch einen weiteren Spielmodus. Wartet ab. Gut, wir gehen jetzt hier durch das City Build Portal. Und ja, gut, ich könnte auch vielleicht PSH machen. Dann komme ich aber zum Spawn, weil der Spawn momentan mir gehört. Aber PSH 2, dann komme ich zu meinem richtigen Platz. So, ob das ist noch ein anderes Platz. Das war ein reserviertes Platz für wen anders. Ich glaube, für Jonas war das, genau. Hier drüben, das ist dann mein eigentliches, richtiges Platz. Gut. Dann. Warte. PSI? Nee, das war das. Oh, bin ich komplett verwirrt. Genau. Müsste es das hier gewesen. Nein, das war Jonas seins. Das hier ist es. Gut. Die Nummer 3. Ich mach mal Tag, damit wir auch ein bisschen was sehen. Und die Musik an. Wir werden hier erstmal um was Schönes drauf bauen. Schönes Haus. Also der Timo hat mir am Ende des Livestreams noch Eichenholz gegeben. Ich weiß nicht, ob das noch im Video war. Ich glaube sogar nein. Bin mir aber gerade nicht ganz so sicher. Oder wir machen uns das an. Ja, erstmal generell. Ich habe hier die Holzwerkzeuge. Aber so ein bisschen Steinwerkzeuge oder so wäre nicht schlecht. Daher machen wir erstmal hier Werkbank. Und ich merke gerade, dass der Ton auf dem falschen Dings ist. Jo. Jetzt ist der Ton richtig. Leiser. Ich hab's eben auch gehört, die Musik. Wunderbar. So. Gut, dann machen wir mal F3 und den. Nee, F3 und S war das? Genau. Den Sound neu starten. Kurzer Lag, aber passt schon. Jetzt haben wir auch hier Sound. Wunderbar. Ja, City Build hat auch neue Wege bekommen. Ist ja auch neu. So an vieles kann ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern. Ja, Mann. Ja, war ja jetzt so 2 Monate in Wartungsarbeiten und ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz so genau, was ich vor 2 Monaten am Server gemacht habe. Ja, Dennis. Ja. So, dann. Cool. Stimmt, Kisten wollte ich machen. Eine Kiste für den Anfang, wo ich den Setzling einpacke. Dann gehen wir mal zur Farmwelt mit /FW. Und na toll, hier ist es gerade dunkel. Ich kann kaum was sehen. Ja, moin. Egal. Oh, ich hab nur immer random gespawnt. Man könnte natürlich aber auch /Shop machen. Dann hier auf den neuen Item Shop. Der Werkstoffe müssten vielleicht Fackeln sein. Nee, Fackeln sind nicht dabei. Oder unter Dekorationen. Ja, unter Dekorationen. Kaufe ich mir mal eine Fackel. Dann kann ich hier wieder ausleuchten. Nee, toll. Sonst jetzt eine Fackel gekauft. Ja, moin. Rechts sehen wir ja am Scoreboard, wie viel Taler man hat. Ist ja die neue Währung hier. Und jetzt könnte man das auch per /Money abchecken. So, und dann suchen wir uns mal einen geeigneten Ort mit einer Höhle oder so. Dass wir erstmal ein bisschen Materialien ran schaffen. Ich weiß noch nicht, wie unser Plot letztendlich aussehen soll. Keine Jobs mehr? Nein, die Jobs wurden hier entfernt. Dafür gibt es den Item Shop. Kannst du mit /Shop abprüfen oder auch mit /Item war das, glaube ich, /Item. Mhm. Genau. Hier und da treten noch ein paar Lags auf, aber mein Admin und ich sind schon dabei, die zu beheben. Gibt uns ein paar Tage Zeit, dann sind sie auch komplett weg, die Lags. Egal, ob City Build oder Survival oder so. Tale. Wie viel hast du? 578. 578? Ja. Kannst du verkaufen. Was hast du verkauft? 33 Eichenholz. Ja, moin.
Ja, 16 Pfeile ein Stück. Ja. Ja, moin. Okay, dann geht's weiter. Vielleicht ein bisschen Holz brauchen wir ja auch. Ah, das ist ja wieder die World Attacks, aber... eben konnte ich damit abbauen? Ja, moin. Die OP. Ja, das, nützt nichts. Ich bin auch nicht mal OP hier, also sonst hätte ich hier einen roten Namen. Liegt an meinem Owner. Ich kann mir schlecht jetzt hier Owner wegnehmen. Geh mit im Sternguck online. Nee, ich möchte ja mit Galaxy Miner zocken. Das war ja damals immer das Problem bei meinen alten Videos, dass ich da wirklich immer mit Dings zocken musste, mit M-Sterngucker, weil ich da noch die ganzen Sachen hatte. Ja, mit M-Sterngucker damals angefangen habe, hier zu zocken. Ja. Das Schöne ist, dass auf den Werkzeugen Effizienz drauf ist, war nur Effizienz 1, aber immerhin. Moin, hier ist ein Hexenhaus. Hallo Creeper. Zerstören. Probieren die Creeper und zerstören auch ein bisschen was? Hier? Nee, die zerstören nichts. Okay, interessant. Oh, du hast 55 Schale, du bist es. Ja. Kann man eigentlich auch payen irgendwie Geld? Ja, mit Slash Pay wahrscheinlich. Genau. Mit Slash Pay. Richtig harte Donation kommt jetzt. Oh nein. Danke sehr, Alex, aber ich möchte sonst keine Bezahlungen haben. Hm. Ich sehe schon kommen, dass auch andere hier sagen, ja, bezahle ich den Galaxy Miner und ich möchte ja selber mit dem Geld auch ein bisschen hantieren. Macht mir ja auch selber Spaß. Aber na gut. Denken, gehen wir erstmal in eine Höhle rein. Wir können ja vorher hier mal ein bisschen Stein rauskloppen. Ja, vielleicht nicht verkehrt. Das ist das Problem, dass wir erstmal ein paar Materialien brauchen. Könnt natürlich auch einkaufen. Ist ja geben und nehmen sozusagen, sag ich mal. Du hast deinen Spawn von Mob ziemlich hochgestellt. Die Spawns sind ganz normal. Okay, dann habe ich nur ein Problem. Ja. Ist auch eine Farmwelt oder wie? Ja, ich gehe jetzt gerade hier in ein Villager-Dorf. Ah, okay. So, haben wir hier irgendwo eine schöne Höhle, wo wir reingehen? Da wäre schon mal Kohle. Kohle ist ja auch nicht verkehrt. So, zumindest am Anfang. Hexe, du stirbst mal ganz schnell. Ja, auch wenn es ein paar Sekunden Verzögerung hat, aber wie gesagt, ein paar Tage, dann ist das behoben. Dank Windows. Übrigens, wenn ihr hier auf dem Server zocken wollt, benutzt bitte die 1.8. Eine Kompatibilität für die anderen Versionen folgt aber auch noch innerhalb der Woche jetzt. Versuche das so schnell wie möglich einzurichten, dass ihr ja vielleicht auch mit 1.14 oder 1.13 oder welche Version ihr auch immer wollt, dann drauf spielen, nicht extra runtergehen müsst, weil ich kenne das auch. Ich habe letztens auch öfters mal mit der 1.14 gezockt. Wenn man dann wieder zurück zur 1.8 geht, sind alle Einstellungen zurückgesetzt, was natürlich mega doll nice ist. Und reicht das hin? Ich baue mich jetzt hier runter. Also, ich kann jetzt hier gar nichts sehen. Ich hoffe mal, ihr seht wenigstens was. Ich pack mal hier eine Fackel hin. Ah, ja. Jetzt sieht schon besser aus, aber die Fackel ist falsch platziert. Wir haben ja hier ein bisschen Holz. Machen wir mal das da. Oh, hier ist ein Schlucht. Schön. Ja, toll. Du hast natürlich Glück, aber ich natürlich nicht. Ja. Aber vielleicht, wenn ich mich jetzt hier runterbaue, ist in einer Höhle. Wenn nicht, dann halt nicht. So, danke für die Meldung, dass ein neues Update ist. Aber es ist nur ein Update. Die 1.14, also wäre dazu auf eine 1.14, dann bräuchte ich dieses Update. Los. Ich bin schon auf Goldebene. Ja, toll. Und habe kein Iron. Ah. Ich habe aber auch noch kein Eisen. Belassen. Und liebe Zuschauer, wenn ihr spezielle Wünsche für Spielmodi habt, welches ich mal aufnehmen soll, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr lieber Videos von Survival sehen wollt oder Bed Wars oder was auch immer, dann lässt sich das bestimmt einrichten. Ich versuche so ein, zwei Videos pro Woche auf dem Server zu machen.
Das kommt hier und da bestimmt auch mal ein Livestream, also so Citybuild Livestream habe ich auch ordentlich Bock. Dann wird halt der Citybuild Livestream als Folge gelten, aber halt eine Überlänge haben. 3 Stunden. Ja, wer weiß. Ist auch immer so ein bisschen von den Zuschauern abhängig, wenn ordentlich los ist, dann habe ich natürlich auch dementsprechend mehr Bock aufzunehmen. Mutti, und die Wachsen. Hat mir ja letztens auch mal in im Splatoon Livestream, da war ja war der letzte oder vorletzte Splatoon, aber die letzten beiden sogar waren sowas sehr relativ beliebt. Warst du mal gut drin? Ja, und da habe ich dann auch ordentlich Bock gehabt zu zocken. Leider beim letzten Splatoon Livestream musste ich dann offline gehen, weil ich ein Herr gewissen was abholen musste. Glaube ich, war das. Och, Jonas. Ja. Naja, konnte ich dann nicht weitermachen, aber sonst. Ja gut, wenn man halt weltweit der einzige Splatoon-Livestreamer ist zu diesem Zeitpunkt, kommen halt dann vielleicht doch mal auf Twitch ein paar mehr. War ja beim letzten Livestream war es ganz lustig mit englischsprachigen Zuschauern. Hello! Ja, wo ich dann ein bisschen Englisch sprechen musste oder versuchen musste, ja, irgendwie. Was du nicht kannst, gut. Ein Verhältnis zu finden. Ja, Englisch sprechen kann ich nicht so gut, aber dafür. Verstehen. Genau. Englisch verstehen kann ich super. Ich schaue ja auch englische Serien. Netflix so schön. Nee, Netflix nicht. Ist nicht auf Netflix. Die ganz alten Doctor Who Staffeln. Alle auf Englisch. Doctor Who ist geil. Oh, Alex, du teilst genau meine Meinung. Wunderbar. I love you. No homo natürlich. Richtig. Meine Englischlehrerin sagt auch immer zu mir, I love you. Wenn man irgendwas gut macht. Also generell zu jedem Schüler, wenn der Schüler irgendwas... I love you. Ja gut, meine Englischlehrerin ist sowieso ein bisschen crazy. So, auf welcher Ebene sind wir denn inzwischen? 33, ja geil. Ich bin 25. Ja. Und hab gleich Dias. Woher weißt denn das? Hast du X-Ray drin oder wie? Nee. Ja, Alex. Gleich Teamkick. Gleich Teamkick. Ach, scheiße, ich muss kurz mal rein. Gleich Teamkick. Tryhard Games. Ah, Befehl nicht vorhanden. Schade. Noch Glück gehabt. Nicht. Wenn das so eingeführt wird, wird Reto die ganze Zeit nur die Comet benutzen bei mir. So, welche Ebene jetzt? 21, läuft doch schon besser. Ja, und natürlich, wenn ihr Zuschauer auch Lust habt, mit mir mal selber zu zocken, dann können wir das gerne einrichten. Ich hatte da letztens so eine Anfrage, ob man ein Projekt zusammen machen könnte. Projekte sind bei mir immer schwierig, weil wegen Zeit. Ich mache Aufnahmen immer spontan. Naja, da irgendwie, das wird nichts, so ich sehen. Aber wenn derjenige gerade zuschaut, hier in so einem Video mal mitzumachen, da habe ich gar kein Problem mit. Also. Dennis hat mich ja auch gefragt, nach einem Video aufnehmen. Genau, ich hatte sowieso heute Lust, was aufzunehmen. Einerseits, weil der Server jetzt da ist und andererseits, weil ich für den Dienstag sonst kein Video hätte. Eventuell Minecraft Hardcore, aber ich weiß nicht, ob wir, Jonas und ich, das heute noch schaffen aufzunehmen. Minecraft Hardcore fällt ja jetzt schon seit Wochen aus. Naja, weiß ich nicht, ob wir das dann auch wirklich jetzt schaffen werden. Da ich noch. Ich würde gerne ein Video trotzdem am Dienstag dann jetzt rausbringen und dann halt dementsprechend auch Donnerstag. Müssen wir mal schauen. So, ich bin endlich in der Höhle angekommen. Finde ich sehr, sehr schön. Hier ist meine Höhle ist mit 2 Schluchten verbunden. Ja, moin. Hey, komm schnell zu mir rüber, teleportiert. Kappa. Nee. Ich bin jetzt in meiner Höhle. /Item/Baumaterial. Das Schöne ist beim Itemshop, finde ich auch, dass man da auch ein paar Sachen verkaufen kann, die man wirklich nicht braucht. Und wenn man, ich kann das ja auch, aber wenn man beim Bauen ist und dann merkt man so, scheiße, jetzt brauche ich 4 Ziegelsteine und deswegen muss ich jetzt nochmal farmen gehen, ob man jetzt dann auch nicht mehr so gesehen. Du kannst ja dein überschüssiges Cobblestone verkaufen. Oder das? Hat halt eine ganze Menge Funktionen.
Die Jobs, die waren sowieso, fand ich für City Build nie so wirklich passend. Auf Zweifel sind die Jobs noch, die werden aber jetzt auch nochmal angepasst. Generell hier und da gibt es bestimmt nochmal Anpassungen. Auch jetzt beim Itemshop werde ich hier und da nochmal ein paar Preise anpassen. Aber das muss ich sowieso erstmal so ein bisschen so bewähren, sag ich mal. Hier und dann geht's weiter, aber bisher noch keine Diamanten. Aber Eisen ist auch nicht schlecht. Eisen brauche ich auch erstmal für den Anfang. Ich bin über alles so gesehen. Ich habe schon fast voll Iron. Ich habe die Hälfte von oben nach unten. Okay. So, dann werde ich mal eine Werkbank hinsetzen, einen Ofen. Ich werde mal ein bisschen was brennen. Ich bin ein Eimer, werde ich. Wie viel kostet ein Eimer? Einfach 7 FPS, Alter. Obwohl, Eimer habe ich gar nicht mit eingefügt. Genau, Eimer habe ich nicht. Genauso wie Werkzeuge. Oder Eisen kosten 20 Taler pro Eisenbahn. Was? Ja, wie gesagt, ein paar Preise werde ich sogar noch anpassen. Ich denke mal, Eisenbahn könnte ich noch mal billiger machen. Na ja, toll, jetzt palmt irgendwer da draußen, macht ein Feuer oder so. Ich merke gerade, wie es hier stinkt. Oder ist das der Ofen hier in der Höhle? Das kann natürlich auch sein. Oh ne. Oh, ist das eklig. Also sowas. Kann ich jetzt auch nichts machen. Ich könnte natürlich jetzt weggehen und das Fenster schnell schließen. Aber das ist nicht schön für die Aufnahme. Okay. Obwohl der Part eigentlich eh fast vorbei ist. Also die paar Minuten halte ich auch noch durch. Dann machen wir mal das mal auf und nehmen uns das Wasser hier. Habt ihr ja Quatsch, als ob wir schon lang, so lange schon gespielt haben. Ja. 10 Minuten Videos. Nee, wir sind schon 18 Minuten, naja, 17 Minuten am Start. Ich bin auf Höhe 11. Strip Mining. Ich denke mal, ich werde die Videos so 20 bis 25 Minuten lang halten. Da ja sowieso von diesen Videos nicht so viel kommen und damit man auch ein bisschen was schafft, brauche ich das so, denke ich. Boah. Oh, ich habe gerade deinen Intake-Block gesehen oder es war einfach nur direkt vor meinem Monitor. Wäre lustig. Auf einmal stehe ich so hinter dir. Ja, habe ich mir gerade auch so gedacht. Lustig, wenn wir irgendwie in derselben Höhle sind. Alter, der da draußen hätte ruhig noch ein paar Minuten warten können. Seinem Feuer. Jetzt wieder Feuerzeit, dass man Feuer machen kann. Obwohl, war das nicht so, dass man jetzt gar nicht mehr Feuer machen darf hier bei uns? Ach, ich will es wissen. Eigentlich dürfen wir uns gar nicht machen wegen den Flächenbrandgefahr. Ja gut, oder, aber... Man sollte es mal lieber nicht machen. Ja. So. Aber es gibt halt, es gab bisher immer solche Regelungen. Irgendwann im März war es, glaube ich, darf man für ein, zwei Wochen Feuer machen und irgendwann im Herbst. Aber jetzt hier Anfang September, naja, keine Ahnung. Dann war irgendwie letztens in der Diskussion, letztes Jahr oder so, dass man gar nicht mehr Feuer machen darf, wo ich persönlich darüber sehr, sehr froh war. Mich kotzt das immer nur an, wenn man Fenster aufmachen will, lüften will und dann stinkt das draußen die Pest. Ist das schon Dias? Nee, noch nicht. Ein bisschen Eisen habe ich schon. Ich habe auch dumm, wenn man das so macht. Eine Folge bei dir, eine Folge bei mir oder so. Ja. Kannst ja theoretisch auch mit aufnehmen, dagegen habe ich auch nichts. Ja. So, aber wäre geil, wenn ich noch ein paar Dias finden würde. Jetzt nehme ich hier auch noch mit. Welche Ebene bin ich? Ja, fast Diamant-Ebene, also das passt eigentlich. Ich bin Höhe 13 Grad wegen Eisenabbau. Das sind 10 Orte. Ja, das war eine 10er. Zum richtigen Moment Kohle gefunden, weil meine Faxen gerade ausgegangen sind. Shader oder ohne? Gibt's da? Spielst du mit Shader oder ohne? Ich spiel mit Shader gerade. Cool. Wenn schon richtig. Wenn schon, dann schon. Hatte ich auch noch drinnen wegen Minecraft, weil ich gestern Abend noch Minecraft
aufgenommen habe, mein Let's Play. Da spiele ich ja grundsätzlich mit Shader. Ist natürlich schöner so. Ja. Und ich habe ja nicht mehr so die Probleme wie damals, dass es dann auch wirklich leckt. Ist das Spiel flüssig, die Aufnahme flüssig. Worüber ich dann auch sehr, sehr froh bin. Ich weiß, ja, per Regel. Ja, also ich weiß noch damals, als ich auf einen alten Server aufgenommen habe, ey, da habe ich immer nur mal Shader reingemacht, um wirklich mal ein gutes Bild für die Aufnahme zu haben. Mehr aber auch nicht, weil man damit nicht spielen konnte. Ey. Dann einfach habe ich mir meine neue Grafikkarte gekauft, dann ging es so ein bisschen, aber es hat trotzdem neu geleckt. Was hast du jetzt für einen Shader? Weiß ich gerade nicht, warte. Das ist der Sildur's Vibrant Shader auf Extreme. Ah. So, leider keine Dias mehr gefunden. Aber trotzdem ist unsere Ausbeute nicht verkehrt. Hier ist noch ein bisschen Gold, was ich mitnehme. So, was kann ich noch im Schmöl verkaufen? Der Reed. Dann. Ja, ich weiß. Ja? Ich hab's gerade gekauft. Ah. Ich weiß nicht, ob beim nächsten Mal wir hier weitermachen. Wie viel kosten Dias eigentlich? Das ist gar nicht, ob du die reingemacht hast. Doch. Oh, 100 Taler pro Dier. Vielleicht werde ich das auch nochmal runtersetzen. Ich weiß es noch nicht. Oh, ja. Warum muss ich denn da noch verkaufen? Gekochtes Sammelfleisch. Das ist da schon billig. Gut, dann werden wir jetzt an dieser Stelle die Aufnahme beenden. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich Donnerstag oder nächste Woche. Mal sehen. Oder ein Livestream am Wochenende. Obwohl Wochenende weiß ich nicht, ob ich da Zeit habe. Ich bin Freitag nicht da, Samstag mal zeitweise nicht da und Sonntag auch nicht. Also, ja moin. Gut. Euch noch einen schönen Tag und tschüss.